Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Ghost Recon Wildlands und zwar die El Yeti Jagd. Den Yeti habe ich schon erlegt, darüber habe ich auch ein Video gemacht, aber nach Update 4 kann man den ja so oft töten, wie man will. Und ich möchte euch mal ein paar Sachen dazu zeigen. Wo der Yeti ist, weiß man ja eigentlich schon. Ihr seht es nochmal auf der Karte in Takamina, sieht man gleich noch mal besser, aber worum es mir jetzt geht, es gibt zwei Standorte, wo er spawnen kann, und das zeige ich euch jetzt mal. So, jetzt hat er mal seinen Yeti-Schrei gemacht. So, der erste Standort, der bei mir überhaupt vorkam oder wo der gespawnt ist, ist auch dieser hier. Zufälligerweise. Und wenn ihr das öfters hintereinander seid, hintereinander macht, diese Yeti-Jagd, dann kann das sein, dass er zum Beispiel zweimal an demselben Berg spawnt. Oder zweimal auf den anderen oder jeweils abwechselnd. Das ist, wie der El Yeti gerade Bock hat. So, es gibt ja gerüchteweise, dass irgendwann eine Yeti-Jagd kommt. Und zwar als Herausforderung, in der man den Yeti zum Beispiel mit der Schrotflinte erlegen muss. Und das machen wir jetzt auch mal. Also diese Gerüchte gibt es. Und da gibt es wohl auch schon Bilder zu diesen, ja, irgendwo geleakt, angeblich geleakten, Herausforderungssachen. Setze Drohne ein. Dann muss man den Yeti also dreimal mit der Schrotflinte erschießen, dann muss man den einige Male mit dem fotografieren. Das kann man ja machen, nachdem er tot ist. Und dann gibt es sowas wie zum Beispiel mit einem Fahrzeug töten. So, mit einem Fahrzeug töten. Wie geht das? Ich lasse das hier mal ein bisschen schneller laufen, weil das dauert ein bisschen. Also als erstes, sieht euch der Yeti, also nicht nur verdächtig, sondern hat er euch erkannt? Ist der Kreis über der Minimap rot, um die Minimap rot, wird er auch früher oder später Verstärkung holen. Das heißt, wie jeder andere Santa Blanca Soldat kriegt er Verstärkung, und zwar hier von Hubschraubern, und dann ist es hier unlustig für euch. So, als nächstes sieht er euch und schießt auf euch und trifft euch, seid ihr sofort hin. Also der ist ein übelster Gegner, trifft er euch, seid ihr sofort hin. Trifft ihr euren Hubschrauber, also wollt ihr einen Hubschrauber steigen und er sieht euch und trifft den Hubschrauber, hat dann kampfunfähig oder flugunfähig gemacht. Das kann ich euch alles erzählen, habe ich alles getestet. Ist witzlos, euch zu zeigen, wie er mich erschießt. Also das hört man nicht nur von anderen Leuten so, denn das ist wirklich so. So, jetzt zu der Sache, ihn mit einem Fahrzeug zu töten. Wie man ihn mit einem Fahrzeug tötet, seht ihr noch. Das zeige ich euch dann ein bisschen später. Aber was nicht funktioniert, überall funktioniert der Scheiß. Ihr ruft über die Rebellenfähigkeit oder ein Fahrzeugabwurf an und das Ding fällt euch auf den Kopf. So habe ich mir gedacht, warum nicht auch den Yeti, aber es hat nicht funktioniert. Ich konnte das Fahrzeug nicht, habe ich gerufen, dass der Yeti das abbekommt, ist es irgendwie 100 Meter oder 70 Meter weiter irgendwo hier auf dem unterm Berg gespawnt oder runtergekommen. Also den Yeti konnte ich damit nicht treffen. Das mal dazu. So, ich habe hier die schöne Silencio ausgesucht, die El Sueño Knarre. Okay, gut, die Blendgranate habe ich dann doch nicht mehr gebraucht. Hier drüben alles sauber. Die Insolenzio hat auch einen Schalldämpfer, dann schreckt er sich wenigstens nicht so, wenn ich auf ihn schieße. So, und hier ist seine HTI, die vom El Yeti, also von dem Santa Blanca Scharfschützen.
Und da liegt er auch. So, und wenn man jetzt prüft, dann macht euer Charakter Fotos von ihm. So, das soweit so gut. Schrotflinte erschießen, Fotos machen, alles klar. Falls die Gerüchte stimmen, ist das ja eigentlich das wenigste Problem. So, warum Yeti? Was machen die hier? Also ich habe mir so gedacht, dass hier die Santa Blanca Leute, weil hier der Ort, wo man jetzt, achso, noch eins, der Felsen, wo man den Yeti ruft, den könnt ihr jetzt nicht nochmal betätigen. Also ihr müsst jetzt Schnellreise machen und wieder herfliegen. So. Also man kann das Ding hier nicht endlos wiederholen, schön locker, sondern ihr müsst hier nach El Mundo Schnellreise machen. Und El Mundo ist ein verstecktes Dorf, das in Verdacht steht, Flugzeuge zu blenden, um sie dann zu plündern. Ich könnte mir vorstellen, dass El Mundo will auch mit den anderen nichts zu tun haben, aber dass hier Santa Marsch, alle Blanca Leute. vielleicht die Plünderer jagt, die ihre Flugzeuge zum Absturz bringen, Bin drin, los geht's. oder die abgestürzten Flugzeuge selber plündert und dabei nicht gestört werden will und deswegen diese Scharfschützen einsetzt. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht, ist eine Spekulation, so wie diese komischen Kekse, die es zu Weihnachten gibt, diese Ich Spekulatius. mach das, ich fliege. Obwohl hier in Los geht's. Interkriminal hieß ja immer Weihnachten. So. Da startet ihr und dann fliegt ihr einfach zu dieser Markierung. Also ich habe die stehen lassen, die Markierung. Da fliege ich jetzt mal hin. So mal ganz schnell hier über den Berg rüber. Das ist kein langer Flug. Ich habe das trotzdem ein bisschen schneller laufen lassen. Ihr fliegt hier über diesen Hügel rüber und seid schon fast da. Und einfach diesen Fluss oder Bach hinterher. Und dann sind wir auch schon da. So, warum zeige ich euch das Ganze nochmal? Weil es zwei Punkte gibt, an denen das kommt. Also ich habe jetzt ein paar Mal gemacht. Okay, jetzt dürft ihr alle lachen. Nein, also ich habe hier schon ein paar Mal El Yeti erwischt. Und jedes Mal hat er sich einen von diesen beiden Spawnpunkten ausgesucht. Hier die Absturzstelle. Hier runter zum Bach und da sind diese drei Steine, diese drei Felsen, diese länglichen und direkt am Bach ist der Felsen hier oder dieser Stein mit den blutigen Spuren und da kann man den El Yeti auslösen, den Schrei. So. Okay. So, das war das zweite, also Drohne das fliegt. Hier ist er auf den zweiten Spawnpunkt erschienen, aber den kannte ich noch nicht. Ich kannte nur den links, da ist er zwei oder dreimal hintereinander gewesen und dann war er auf einmal woanders. Jetzt habe ich ihn gesucht und sage, wo ist der denn? So, vor allem, ich habe gedacht, naja gut, spawnt er, dann steigt man in den Hubschrauber, fliegt los und dann gibt es ein riesen Gemetzel, dann gibt es einen Aufstand, da kommt ein Hubschrauber, dann wird man beschossen oder abgeschossen von den Scharfschützen. So, wo versteckt er sich? Da ist der normale Spawnpunkt hier oben, aber hier ist er nicht zu sehen. Das täuscht und er ist vielleicht ein bisschen unaufmerksam gerade und dann denkt man, naja, alles gut, steht auf, will weggehen und dann kriegt man die volle Breitseite. Also, das ist nicht so einfach und lustig hier. Da hinten steht er. Ein Scharfschütze. Genau. So. Und zwar ist der ziemlich weit bergauf, unterhalb des riesengroßen Berges. Wenn man den Anflug hierher nimmt, rechts des Baches oder des Flusses. Und so, da ist er.
Und das sind ungefähr 550 Meter von dem ersten Spawnpunkt, Luftlinie, von da. So, darüber, das sind ungefähr 550 Meter, sowas in der Art. Ihr seht ja, das sind hier nochmal schon eine ganze Ecke. Also, man kann die ohne Probleme wegschießen, wegsnipern, überhaupt kein Thema. Das war aber nicht mein Anliegen. Ich wollte sehen, ob ich an beide Scharfschützen, wie ihr seht, ja, der steht so super, man kann den sowas von einer verpletten. Ein, zwei Schüsse ist er weg. Je nachdem, die sind eigentlich, die halten schon ein bisschen was aus. Aber ich wollte wissen, wie ich oder ob ich an diese Scharfschützen rankomme. So, hier El Silencio, die Knarre von El Sueño, die hat gut Dampf, die hat ein großes Magazin und einen Schalldämpfer oder Schalldämpfer. Dann kann man sich wenigstens nicht erkälten am Hals. So, ich habe einen schönen Weg gesucht, wie ich hier zu El Yeti komme. Und der Typ ist sowas von aufmerksam, das ist schon echt nervig. Ist man relativ sicher, aber sobald man nur die Nase in den Wind hält, kriegt er einen Anfall hier oben. Das passt. Ne, der El Yeti. Der rote Mongo. Ja, sobald man aufsteht, hat er einen sofort gesehen. Oder was heißt gesehen, aber fängt einen sofort an zu spotten. Und das ist echt Wahnsinn, was der für einen Radius hat. Und im Gegensatz zu den normalen Gegnern. Und das ist schon echt hart. So, ich habe hier versucht, Wege zu finden, um zu ihm hinzukommen. Aber sobald man hier nur ein bisschen den Kopf rausstreckt, ärgert er sich über einen. Aber es gibt hier noch, man kann auf die Rückseite des kleinen Berges und kann sich dann von hinten anschleichen. So. Er ist aber nicht nur sehr aufmerksam, sondern er ist eigentlich, der hält schon mal gut was aus. Und so, wenn er euch sieht und Verstärkung holt, dann habt ihr hier auch noch Hubschrauber am Hals. Also vorsichtig sein. Das ist schon ein bisschen heftig. Runter, die werden dich sehen. Und da ich ihn unbedingt mit der Schrotflinte erwischen will oder wollte oder habe ich mir so vorgestellt, ich will unbedingt diese El Sueño-Schrotflinte an den Typen ausprobieren. Naja, ausprobieren habe ich ja schon an seinen Vorgänger sozusagen auf der anderen Seite. Aber da das ja angeblich als Herausforderung kommen soll, wollte ich schon mal wissen, ob das überhaupt geht, wie das geht und was auf mich zukommt. So, dann kriechen wir mal so ein bisschen. Eigentlich ist man hier schon relativ geschützt. Eigentlich. Scharfschütze. So. Aber Was für eine Sauerei. was für eine Sauerei, der hat auch Augen im Arsch, der Typ. So. Und also man kommt hier an ihm ran, relativ gut. Der erste Versuch war ein bisschen, naja, ich hätte mich fast verplappert, wenn ich das erste Mal. So, nach Nuevo Mondo wieder. Und diesmal habe ich was anderes vor. So, jetzt folgendes. Das hier ist mein zweiter Anlauf, weil packe den Hubschrauber so, dass er nicht gesehen werden kann von El Yeti. Dann ist, ihr wisst nicht, auf welchen Punkt er spawnt.
Und wenn ihr zu weit weg seid und rauslauft aus dem, ja, sag ich mal, Kreis, dem Kampfradius oder dem Radius von El Yeti, dann verschwindet er wieder. Und ihr könnt den Stein nicht nochmal aktivieren, also müsstet ihr dann wieder nach El Mundo reisen, nach Nuevo Mundo reisen und dort wieder spawnen. Also die Schnellreise bei den Rebellen, dann wieder herfliegen. Also der würde einfach verschwinden, wenn ihr zu weit weggeht. Und ich denke mal, die wollen das umgehen, dass man wirklich hier großartig ihm umgehen kann. So, da oben ist er. Am Ich selben sehe einen Punkt wie eben Scharfschützen. gerade. So, oh, das ist ja toll, der Hubschrauber kommt mir schon entgegen. Und zwar ist folgendes: Packt den Hubschrauber weit genug weg, lauft ihr hin, steigt den Hubschrauber, ist eventuell El Die Krone Yeti weg, fliegt. weil ihr den Kamm oder den Radius von El Yeti verlassen habt. Also müsst ihr den Hubschrauber jetzt zum Beispiel so weit parken in der Nähe, aber er wird euch sehen dann. So, warum mache ich mir den Stress? Genau, jetzt gucken wir. Ich versuche den jetzt mal abzulenken, damit ich hier in meinen Hubschrauber steigen kann. Hab die Rebellen um Ablenkung gebeten. Verstanden, Amigo. Ein Kampfdruck macht dich auf dem Weg zur Position. So, was treibe ich hier? Warum mache ich das? So, angeblich soll man ihn ja auch mit einem Fahrzeug töten sollen. Na, töten, den El Yeti. Da man ihm keins auf den Kopf werfen kann oder das nicht funktioniert hat, wenn man hier Rebellenfähigkeit und ein Auto, also so Fahrzeugabwurf bestimmt, das hat nicht geklappt, ihm damit zu plätten. Leider nein. So, und die Rebellen lassen sich Zeit, da kommt irgendwie keiner. Na gut. So, also versuche ich jetzt mal, geht das überhaupt? Oder wie geht das? Hier El Yeti mit dem Hubschrauber zu erwischen, weil ein Auto ist schlecht. So, also ich bin schon mal weggekommen mit dem Hubschrauber. Er hat mich gesehen, er regt sich auf und wahrscheinlich wird gleich Verstärkung anrücken. So, jetzt fliege ich meinen Kreis, damit er mich so wenig wie möglich trifft. Und versuche ihn mal mit dem Hubschrauber zu erwischen. Oh. Und. Ja. Funktioniert. Mein Hubschrauber qualmt zwar, aber El Yeti ist jetzt ein Bettvorleger. Schön geplättet und gebügelt. Und auch noch abgekühlt mit den Rotorblättern hier. Den kann man noch ein bisschen hochhalten, da wird auch noch bisschen sein Yeti-Fell gestutzt durch die Propeller und die Rotoren oder wie auch immer. So schön fotografiert. So, El Yeti sozusagen mit einem Hubschrauber geplättet. Funktioniert. Also Hubschrauber geht, ob das dann zählen wird, weiß ich nicht. Ich weiß ja noch gar nicht, ob das wirklich eine Herausforderung geben wird in dieser Weise. Aber Gerüchte sind da. So. Das ist der, also ich sag mal jetzt der zweite Spawnpunkt von El Yeti. Das war bei mir der zweite. Hier unten ist der Platz, wo man diesen Stein mit den Blutflecken ungefähr da aktivieren muss. Und dann spawnt El Yeti entweder hier oder hier, wo ich jetzt stehe. Also hier auf diesem Punkt irgendwo. Und dann hat man, ja, man hat jetzt zwei Möglichkeiten, wo er spawnen wird, zumindest momentan. So, hier ist der Punkt, wo ich jetzt bin. Und da ist die Aktivierung, um den Yeti herbeizurufen. Und hier ist nee, ein weiter. So, na komm. Hier ist El Yetis erster Spawnpunkt. Also bei mir Nummer 1, ich bin auf Nummer 2. So, und da könnt ihr auch sehen, wie weit entfernt das ist. Das sind nur knapp 600 Meter schon. Ungefähr, knapp
knapp 600 Meter. Und hier ist der Stein irgendwo. Also das ist so ein Dreieck. Das ist sozusagen das Inca Kamina Dreieck hier. Das El Yeti Dreieck. So, aber in meinem ersten Video, wie ich das allererste Mal den Yeti gekillt habe, vielleicht habt ihr das Video auch gesehen, ich bin einfach hier lang geflogen und dieser Platz sah so gut aus. Ich wusste, wo der Stein ist, also wo ich hin muss. Und ich war der Meinung, der Yeti spawnt hier. Und da kannte ich den zweiten Spawnpunkt noch nicht. Das war das allererste Mal, dass ich hier den El Yeti angegangen oder dass ich das gestartet habe, El Yeti zu töten. Und habe das C4 scharf. Hier mein C4 verteilt. Da ich nicht wusste, Ladung ist scharf in Position. Wo er spawnt oder wann oder wie, habe ich hier einfach alles hingelegt, was ich hatte. Ich hatte schon davon gehört, dass er hier irgendwo spawnen soll. Aber ich wusste noch nicht, wo genau. So, ich bin dann also runter zu dem Stein, habe ihn aktiviert. Und da hat er sich erschreckt. So. Also, man kann El Yeti erschießen mit der Sniper, man kann ihn mit dem Schrotgewehr erschießen, man kann ihn... Im Nahkampf habe ich ihn auch schon getötet. Allerdings, das hat so lange gedauert, dass da der Hubschrauber... Und da bin ich fast bald draufgegangen. Das war also nicht sehr hilfreich. Und, also, man kann ihn wegsnipern, man kann ihn erschießen mit der Schrotflinte, man kann im Nahkampf... Oder man kann El Yeti... so ein bisschen Feuer unterm Arsch machen. Alle Möglichkeiten, die ihr euch vorstellen könnt, funktionieren hier. Außer ihm ein Auto auf den Kopf fallen zu lassen. Das hat dann nicht funktioniert. So. Und da das erste Mal war, wo ich El Yeti getötet habe, hier gerade, habe ich natürlich die El Yeti Tarnung da auch bekommen. Und ja, dann war es das schon mit diesem Video. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch mein Video angeguckt habt, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt, dass ihr dran geblieben seid. Und über Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen oder ein Abo für beides umso mehr. Und danke an euch und auf Wiedersehen.